So, hello everybody to the next talk here at Stage Clark. The next talk will be held in English. And here's a quick announcement in German for the translation. Der nächste Vortrag wird in Englisch sein und wir haben eine deutsche Übersetzung unter streaming.c3lingo.org. Und wir haben das auch auf einer Folie und es wird auch eine französische Übersetzung geben für diesen Vortrag. There will also be a French translation as well as a German translation for the next talk, and you can find everything under streaming.c3lingo.org, and I hope displayed behind me. Du hörst gleich Watching the Changing Earth. Warning, gravity ahead. Vom 34. Chaos Communication Congress in der Übersetzung von Duckman und Frau Blauwal. Earth. Satellite data and change in the gravitational field of the Earth can tell us a lot. Especially when there's so much public domain satellite data coming in from different projects or maybe CC BY satellite data. And how this is done. Physik ist cool, aber erst wenn das Wort Peter irgendwo vorkommt. Knowledge finding out of this big heap of data, this will explained by Manuel in the talk. He drops stuff to see if gravity still works, or in fancy words, he does gravimetric methods and sensory in geodesy. Is that pronounced right? I'm not sure, but give a big hand and a round of applause for our speaker, Manuel. Geiler Scheiß. Oh, das war Sound. So again, so hello and welcome to my presentation. On Watching the Changing Earth. So, hallo nochmal und willkommen zu meiner Präsentation Watching the Changing Earth. Dieses Jahr hatte ich durch den Call for Papers für den Kongress die Möglichkeit, auch über meine Arbeit und damit zusammenhängende Felder zu reden, in diesem Fall Schwerkraft. Und das ist, soweit der Kongress das versteht, eine oft falsch verstandene Kraft der Natur. In den nächsten paar Minuten möchte ich über Schwerkraft reden, über die GRACE-Satellitenmission, die das schwere Feld der Erde jeden Monat vermisst, über schwere Felder. Ich werde euch ein paar Ergebnisse zeigen und dann einen Ausblick in die Zukunft gewähren. Also eigentlich heißt das, was ich mache, Geodäsie. Ich gebe euch einfach mal eine kurze Einführung. Friedrich Robert Helmer hat es 1880 als die Wissenschaft der Vermessung der Erde und der Oberfläche der Erde definiert. Und das gilt auch heute noch so. Es hängt ab davon, wie genau man das macht, aber im Allgemeinen hat er recht. Die am meisten bekannte Arbeit in dem Bereich ist wahrscheinlich die Landvermessung, wenn Menschen mit farbigen Instrumenten an Baustellen, an Straßen rumstehen und vermessen. Das hat aber auch Implikationen für die Physik, für die für autonome Fahrzeuge. Dafür braucht man diese Sachen. Dieser Talk ist speziell über physische Geodäsie, also das Vermessen des Schwerefeldes der Erde, hier mit Satelliten. Also ich lasse Dinge auf die Erde fallen, das ist terrestrische Gravimetrie, das hier ist über Satelliten. Bei Schwerkraft reden wir im Allgemeinen über Schwerkraftpotenzial. Da ist ein skalares Feld. Die schwere Beschleunigung ist das Gravitationspotenzial über Zeit. Wir reden im Allgemeinen bei solchen Sachen über Schwerkraft. Das schwere Potenzial kann leicht berechnet werden, wie man an dieser sehr kurzen Gleichung sehen kann. Wir haben groß G, die schwere Kraft. Wir haben ein hässliches Dreifachintegral über die ganze Erde und das bricht einem den Hals.
We have to integrate about the whole mass of the Earth. We divide up into small. Wir müssen über die gesamte Masse der Erde integrieren, die wir dafür natürlich in sehr kleine Teile teilen, und wir müssen dann die Dichte dieser Teile kennen. Denn Dichte mal Volumen ist Masse. Die Dichte der gesamten Masse ist aber nicht bekannt. Wenn man die Masse genau genug berechnen würde, müsste man zum Beispiel auch die Dichte eines Pinguins auf der anderen Seite der Welt kennen. Wenn man das nicht berechnen kann, dann schreibt man einen Forschungsantrag und bekommt sehr, sehr viel Geld. Dies ist vor 20 Jahren passiert und das Ergebnis war das Gravity Recovery and Climate Experiment oder kurz GRACE. In diesem Talk geht es nur um den Gravity Recovery Anteil. Wie wir sehen können, sind das zwei Satelliten, die in derselben Bahn fliegen. Und das Hauptinstrument ist eine Messung des Abstandes zwischen beiden Satelliten. Hier sehen wir die beiden Satelliten vor dem Start im Jahr 2002. Das System misst im K-Band mit Mikrowellen den Abstand, was uns ein sehr hochauflösendes Bild der Schwerkraft der Erde gibt. Die Raumauflösung ist hier 200 Kilometer, was nicht nach viel klingt, aber über den ganzen Planeten gerechnet sehr viel ist. Seit 15 Jahren haben wir jeden Monat, mit einigen wenigen Ausnahmen, ein Bild des Schwerefeldes der gesamten Erde. Die Satelliten fliegen ca. 450 Kilometer hoch, 220 Kilometer auseinander, und wir sehen hier die Orbits eines eigenen einzelnen Tages. 15 Orbits pro Tag, und wir nehmen einen Monat an Daten, um unser Modell zu erstellen. Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Der Abstand zwischen den Satelliten wird durch die Schwerkraft der Erde beeinflusst. Wir messen den Abstand und können daraus berechnen, wie groß die Schwerkraft an diesem Punkt ist. Hier als Beispiel einem homogenen Feld mit einem Planeten, der überall die gleiche Dichte hat. Die Satelliten fliegen ihre Bahn entlang und der Abstand ändert sich nicht. Es gibt nichts, was einen Satelliten oder einen anderen zu irgendwelchen Zeitpunkten stärker oder schwächer anzieht. Jetzt fügen wir eine Masse ein, zum Beispiel einen Berg. Der führende Satellit wird bei der Bewegung auf den Berg zu stärker gezogen als der folgende. Die Schwerkraft fällt mit 1 durch d hoch 3, daher wird der folgende Satellit schwächer gezogen und die Entfernung zwischen den Satelliten erhöht sich. Jetzt hat der führende Satellit den Berg passiert, wird immer noch davon angezogen, wird jetzt aber verlangsamt, da der Berg ja hinter ihm ist. Der folgende Satellit wird immer noch beschleunigt. Das heißt, der Abstand zwischen beiden sinkt. Und am Ende, wenn der zweite Satellit auch die Masse passiert hat, wird er auch von der Schwerkraft gebremst. Die Entfernung zwischen den Satelliten vergrößert sich, bis die ursprüngliche Entfernung erreicht ist. Wenn beide Satelliten die Schwerkraft des Berges verlassen hat, haben sie wieder denselben Abstand. Das Ganze ist ein Nullsummenspiel. Die Erde ist natürlich etwas komplexer als ein einzelner Berg oder eine einzelne Dichteanomalie im Boden, aber das ist die als Grundkonzept. Wie kommen wir jetzt von dieser Messung zum tatsächlichen Potenzial? Die Formel ist im Prinzip dieselbe wie die vor einigen Slides. Und wir berechnen immer noch das Gravitationspotenzial. Es sieht komplizierter aus, aber wir haben kein Dreifachintegral mehr. Und diese ganzen Mengen hier sind leicht zu berechnen. Wir fangen an mit der Gravitationskonstante und der Masse der Erde, die wir aus einem Physikbuch bekommen können. Dann mit etwas Geometrie. A und R sind im Prinzip die Größe des Erdellipsoids. Das ist die Hauptachse. A ist die Hauptachse und R ist der Abstand zwischen dem Punkt, der berechnet wird,
und dem Zentrum des Ellipsoids. Dann haben wir Lambda und Theta am Ende. Das sind die geografischen Koordinaten dieses Podiums. Capital P is short for the associated Legendre functions. Groß P ist groß, steht für die Legendre-Funktion, die von der Geometrie, aber nicht der Masse der Erde abhängt. It probably has already a function to calculate this. Aber deine Software hat wahrscheinlich hierfür schon eine Funktion, um es zu berechnen. Diese Formel sieht sehr lang aus, aber sie ist im Prinzip sehr einfach. Die interessanten Teile sind die zwei Parameter C und S. Das sind sphärische harmonische Koeffizienten. Sie enthalten alle Informationen über die Masse der Erde, wie sie von den Satelliten gemessen wurde. Also haben wir die Satelliten im Weltraum und der Benutzer bekommt nur C und S. For the gravity field. Die sind einige tausend. And has the potential value. Der Benutzer rechnet in diese Formel durch und hat den Wert des Gravitationspotenzials. Dies wird berechnet aus den Grace Level 1b Produkten und zusätzlichen Modellen. Das ist der Abstand zwischen den Satelliten in ihrem Orbit sowie einigen zusätzlichen Daten wie Star Trackern und ähnlichem. Und dann geht es weiter mit dem Prozessieren. Da gibt es verschiedene Gruppen, die daran arbeiten. Das ist JPL, das ist GFZ, das ist das Deutsche Forschungszentrum für Erforschung. CSR ist das Center für Space Research. Diese drei Institute haben auch diese Grace Level 1b Daten geliefert. Also die haben die Rohdaten genommen vom Satelliten und haben die prozessiert zum Level 1b Product und die können dann von allen Usern benutzt werden und die werden dann weiter berechnet, sodass diese Koeffizienten C und S rauskommen. Aber weitere Gruppen haben auch Korrelationsfelder berechnet, diese Koeffizienten berechnet. Zum Beispiel das IFG in Graz oder das Astronomische Institut der Universität auf Bern. Die haben alle ein bisschen verschiedene Ansätze für dieses Thema, aber kommen am Schluss eigentlich zu den gleichen Konklusionen. Also die Publikationen vergleichen diese Gravitationsfelder miteinander. Aber der User startet normalerweise hier bei diesen Koeffizienten C und S, das heißt, man nimmt diese Formel, wie hier oben auf der Slide sehen, und berechnet diesen Gravitationsfeld oder was auch immer man daraus berechnen möchte. Ich habe über Potenziale gesprochen und Beschleunigung. Das sind nicht wirklich sinnvolle Begriffe für uns. So, irgendjemand hat euch vielleicht gesehen, in Grönland ist die Gravitation bei Milligal berechnet. Und du kannst sagen, oh cool, oder oh nein, wir werden alle sterben. So, 50-50 Chance. Und damit man das Richtige sagt am Schluss. Also wir suchen uns jetzt für eine sinnvolle Darstellung dieser Werte. Dieses Gravitationsfeld zeigt uns also eine Masse-Neuverteilung. Also das heißt, das Beste, was wir hier angucken, ist Wasserspeicherung. Wir wissen, Wasser, Winter, Sommer, wir haben mehr Regen oder weniger Regen. Also im Sommer gibt es weniger. So, we express our gravity change. Das heißt, wir können unseren Gravitations wirklich in der äquivalenten Wasserhöhe ausdrücken. Das ist der Dicke von Wasser. Das entspricht einem Äquivalent der Massenänderung. Das ist auch ganz einfach zu berechnen. Das ist uns meine letzte Gleichung heute versprochen. Aber das sieht schon ein bisschen bekannt aus. Denn der letzte Teil ist eigentlich genau das Gleiche, was wir schon gesehen haben. Und die Parameter vorne an der Summe, das ist die gemittelte Dichte der Erde. Wir brauchen auch die Dichte von Wasser, das ist ungefähr 1000 Kilo pro Kubikmeter. Und dann im Bruch in der Mitte brauchen wir den Parameter K. Die heißen auch Love-Zahlen. Das ist keine Repräsentation von Liebe, aber das ist de facto ein Wissenschaftler, der hieß Love und hat 1911 diese Formel aufgestellt, um diese Kräfte zu berechnen. Also wenn ziemlich viel Gewicht irgendwo auf die Erde stellt, werden diese Parameter darstellen, wie die elektrische Antwort ist von der Erde.
Now we have calculated our equivalent water height, let's say for. Also wir haben unsere äquivalente Wasserhöhe berechnet für, sagen wir, 2 Monate. In May 2002. Und zwar im Mai 2002 und 2017. Und haben diese beiden Gravitationsfelder voneinander abgezogen. Then what we have left is the change in. Was überbleibt, ist der, die Veränderung der Gravitation von 15 Jahre Differenz, und zwar ausgedrückt in dieser äquivalenten Wasserhöhe. And we can see a couple of features here. Wir sehen jetzt hier einige interessante Sachen. Wir dürften hier eigentlich keine Unterschiede sehen in der Jahreszeit, weil es ist der gleiche Monat. Also was wir wirklich sehen, ist eine Langzeitveränderung von diesen beiden Werten. Und was wir zum Beispiel sehen, ist hier wirklich ein Masseverlust in den nördlichen Teilen. Und wir sehen auch zwei rote Punkte, einer im Norden von Kanada und der andere ist in Nordeuropa. Glacial isostatic adjustment during the last. Das ist eine Anpassung. In der letzten. Das ist eine isostatische Anpassung auf den Gletscherverlust nach Ende der letzten Eiszeit. Und jetzt, wo das Eis verschwunden ist, hebt sich das Land durch das fehlende Gewicht wieder nach oben, weil das flüssige Material im Erdmantel wieder zurückfließt unter den Kontinent. Dies passiert jetzt schon ungefähr 10.000 Jahre und wird wahrscheinlich noch einige Jahre länger dauern. Also, wie komme ich an die Daten? Everyone can get the GRACE Level 1B data. Jeder kann die GRACE 1B Daten bekommen. Das sind die Observationen der Satelliten direkt. Nochmal, das ist der Abstand zwischen den Satelliten, die Umlaufbahn, Beschleunigungsdaten und so weiter. Die könnt ihr ohne jede Hürde in der ISDC erhalten, das Information System and Data Center am Geoforschungszentrum Potsdam. Physical Oceanography Distributed Active Archive Center. Oder Physical Oceanography Distributed Active Archive Center, was von der JPL bzw. NASA betrieben wird. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr eure eigenen sphärischen harmonischen Koeffizienten berechnen. Oder ihr könnt Satellitenorbits vergleichen mit denen, die ihr selbst integriert habt, mit eurem eigenen Schwerefeld, um zu sehen, ob sie passen oder nicht. Die Schwerkraftfeldmodelle könnt ihr vom International Center for Global Earth Models erhalten. Die haben sowohl aktuelle als auch historische Modelle, alle im selben Datenformat. Also müsst ihr eure Software nur einmal implementieren. Die vom Daten gibt es von den 1970er Jahren bis heute. Sie haben auch die korrekten Referenzen, die korrekten Paper und so weiter, die ihr braucht, um damit zu arbeiten. Das sind sogenannte Level 2 Produkte. Ihr könnt von da also ein Schwerefeld nehmen, die Gleichung von vorhin verwenden und eure eigene äquivalente Wasserhöhe berechnen. Wenn ihr das nicht tun wollt, gibt es Leute, die euch helfen können. Es ist ein Service namens Tellas, die äquivalente Wasserhöhen für jeden Monat anbieten, in dem das System GRACE gearbeitet hat. Wenn ihr euch das näher anseht, kann das schon sehr viel über die Erde erzählen. Im folgenden Teil benutze ich die monatlichen Daten vom ITS GRACE 2016 vom Institut für Geodäsie der Universität Graz. Gravity model. I will not go into detail about. Ich werde über weitere Verarbeitungen, wie zum Beispiel Filtern, Schwerkraftreduzierung und so weiter, die mit den Daten durchgeführt wurden, nicht ins Detail gehen, da dazu die Zeit fehlt. Hier sind einige Ergebnisse. Lass uns mit dem offensichtlichsten anfangen, der grönländische Eisschild. Wie wir früher sehen, hat er den größten Verlust an Masse, zumindest nach dem Schwerefeld. Und wir sehen hier dass die Wasserschicht auf der gesamten Landmasse dass die gesamte Landmasse ausgedrückt als Wasserschicht einer gewissen Dichte hier diese Masse verloren hat. Dieses Wasser entspricht dem Masseverlust, in diesem Fall ein Trend von 280 Gigatonnen pro Jahr. Dieser Effekt ist nicht sehr lokalisiert, er ist nicht nur an die Landmasse gebunden, sondern findet auch über dem Ozean statt. Das nennt man Leakage-Effekt. Wenn ihr Signal Processing macht, werdet ihr das kennen. Es gibt Methoden, um dieses Leakage zu verringern. Mein nächstes Slide wird so ein Ergebnis zeigen. Aber ich habe hier keine Reduktion durchgeführt.
Wenn ihr meine Formel nutzt, werdet ihr ziemlich genau dieses Ergebnis erhalten. Es gibt uns einen Trend von 280 Gigatonnen pro Jahr an Masseverlust über die Landmasse von Grönland. Eine Gigatonne ist nicht sehr verständlich. Ein Kubikmeter Wasser wiegt eine Tonne. Eine Gigatonne sind dementsprechend 10 hoch 9 Tonnen. Wenn ihr mit Ballsportarten bekannt seid, dann wisst ihr, dass wie groß ein Fußballfeld ist. Ein Fußballfeld mit einer 140 Kilometer hohen Wassersäure darüber hat ein Bild von hat eine Masse von einer Gigatonne. Wenn ihr kein Fan von Sportsbar seid, sondern mehr jemand für Flugzeuge sind, der A380 kann 505 Tonnen wiegen beim Start. Da braucht ihr mehr als 1 Million von diesen Flugzeugen für diese Masse. So, dies ist eine etwas schönere Darstellung dieses Prozesses in Grönland. Dies wurde von NASA JPL erstellt, findet sich auch auf der Website des GRACE-Projektes. Wir haben dort mehrere dieser Illustrationen und haben da offensichtlich hart dran gearbeitet, insbesondere am Leakage. Ihr könnt genau lokalisiert sehen, wo am meisten der Masse verloren geht. Und rechts sieht man den kumulativen Masseverlust über Zeit auf dieser Fläche. Wenn ihr euch die Mitte genauer anseht, seht ihr schwarze Linien auf Grönland. Diese Linien stellen den Eisfluss dar, wie er durch Laserinterferometrie gemessen wurde. So, wir wissen jetzt ziemlich genau, wo Eis verloren geht. Dieses geht dann in den Ozean. Das wäre eine gute Idee, unsere GRACE-Resultate zu prüfen, ob die Masse, die uns verloren gegangen ist, als zusätzliche Masse in den Ozean wieder aufgetaucht ist. Eine dieser Methoden ist Radar-Altimetrie von Satelliten aus, die seit den 1970ern praktiziert wird. Seit 1991 haben wir mehrere dedizierte Missionen, deren einziger Daseinszweck die Vermessung der globalen Meeresoberfläche ist. Sie senden einen Radarpuls nach unten, der reflektiert wird, und sie messen die Laufzeit des Signals. Dadurch erhalten sie eine geometrische Repräsentation der Meeresoberfläche. Wenn wir das mit dem Masseverlust aus GRACE vergleichen und den daraus abzuleitenden errechneten Anstieg des Meeresspiegels, dann passt das leider nicht. Der geometrische Anstieg ist größer als der von GRACE. Das Wasser muss sich also ausgedehnt haben. In 2000 the deployment of so-called Argo floats started. Wir haben diese Argo-Treibbojen ausgesetzt. Das sind frei rumfahrende Dinge im Meer. Da gibt es mehr als 3000. Die schauen sich die Temperatur an im Wasser und können sich die Tiefe bis 2000 Metern anschauen. Die sind weltweit verteilt. Das heißt, wir haben zumindest für die hohen Level können wir ausmessen, wie die thermische Ausdehnung ist und was wir sehen wollen, sind wirklich diese Komponenten, wie wir es vorhin gesehen haben, und diese thermische Ausdehnung, ist es wirklich das gleiche Resultat wie die Messung, die wir jetzt, diese geometrische Messung, die wir vom Satelliten aus gemacht haben. Links sehen wir die Daten von dem nächsten IPCC-Report aus 2013. Grün sehen wir die Höhe vom Wasser, wie sich das geändert hat, von 2005 bis 2012. In Orange sehen wir die Kombination von dieser zusätzlichen Masse, die sie von GRACE gemessen wurde, und dieser thermischen Ausdehnung, wie wir das mit diesen Argo bemessen haben. Und die beiden folgen einander wirklich sehr gut. Auf der rechten Seite sehen wir eine ziemlich neue Publikation von Jen Wilson und Mitarbeiter. Das ist auch einer der PIs von der GRACE-Mission. Die haben diese ganzen Daten von 2005 bis 2012 zusammengesucht und kommen grundsätzlich zur selben Konklusion.
Wenn man also wirklich diese Mathe nicht machen möchte, es gibt diese Online-Tools, die diese Graphs für einen machen. Eine heißt von denen ist Axiom, das steht für European Gravity Service for Improved Energy Control. Wenn man berechnen kann, wie viel Wasser gespeichert wird in einer gewissen Fläche, dann wissen wir, dass dieses Wasser auch irgendwann aus dieser, diesem Bereich weggehen muss. Also es kann zum Beispiel rausfließen oder mit Grace kann man wirklich berechnen, wie viele Masse, wie viel Wasser war das. Und sind wirklich diese Flüsse groß genug, um dieses Wasser wegzutragen? Und das war eigentlich die Grundidee von diesen Berechnungen. Oops, no, this is not the future. So I wanted to do the live demo, but ich wollte ja eine Live-Präsentation machen, aber das funktioniert gerade nicht. So. Yeah, live demo did not work as expected. So die Live-Demo funktioniert leider nicht ganz wie geplant, aber man sieht zum Beispiel hier so eine grafische Oberfläche. Man kann sich alle Bereiche der Welt angucken. Das Erste, was man machen muss, ist die Gravitationsfunktional ändern. Also wir möchten ja diese Wasserhöhe anschauen, was ich heute erklärt habe. Und dann möchte man sich das Dataset angucken. Und hier am unteren Ende sieht man eine ganz große Liste von diesen Grace-Gravitationsfeldern. Es gibt verschiedene Gruppen, wie ich gesagt habe, die geben diese Monatslösungen an Daten. Man wählt sich hier eine Gruppe aus. Dann kann man sich weiter aussuchen, zum Beispiel die Fläche, die man sich anschauen möchte. Man kann das komplett frei auswählen. Ich habe jetzt hier Skandinavien ausgewählt. Oder es gibt auch vordefinierte Flächen, wie hier zum Beispiel Elbe River das Elbe River Ufer. Und diese Flächen gibt es von der ganzen Welt, wo man sich ja diese Gravitationsänderungen angucken kann. Wir schauen uns hier dieses Beispiel mal an. Und da kriegt man so einen Plot. Das ist diese äquivalente Wasserhöhe. Auch wenn das ein geophysikalischer Prozess ist, sehen wir hier die Masse an Wasser, welcher zu dieser Fläche dazukommen würde. Und wir sehen hier einen ganz, ganz klaren Trend nach oben. Und wie gesagt, das ist ein geophysikalischer Prozess. Das ist nicht irgendwie zusätzliches Wasser oder Eis. Can I return to mine? No, I cannot. So, yeah, live demo didn't work. So, if you want to do this yourself, also, wenn man das selber machen möchte, ich habe am Fahrplan auch entsprechend meine Links und alles hochgeladen. Und die Page gibt es auch eine Erklärung, was da im Backend wo die Daten herkommen und was man da wirklich genau sieht. Now I want to give a last impression on the ich möchte euch jetzt gerne eine letzte Ausblick geben. Als ich diesen Abstract vorbereitet habe, war leider ein dieser Grace-Satelliten ausgestellt. Der war 2002 losgeschickt und hat jetzt 15 Jahre Laufzeit gehabt. Das ist ziemlich gut. Aber jetzt haben wir leider keine neue Funktion mehr, Information von dem. So, wir haben keine Information mehr von diesem. Cannot rely on these information. So, jetzt können wir uns leider nicht mehr auf diese Daten verlassen. Das heißt, keine Gravitationsfelder mehr mit großer räumlicher Auflösung und ich bin auch nicht sicher über die restliche Auflösung. So, was wir jetzt machen können, ist, wir können alle Satelliten nehmen, die nahe genug sind und können die Gravitationsfelder von deren Position berechnen. Weil alles, was in tief genugenden Orbits ist, ist irgendwie beeinflusst durch das Gravitationsfeld. Also kann ich mir angucken, wie ändert sich dieser Orbit? Und der Grund ist einfach nur Gravitation. Und deshalb kann ich das Gravitationsfeld berechnen. Und glücklicherweise nicht an diesen Hochresolutionssachen. Und glücklicherweise gibt es schon ein neues Projekt zu diesem Thema. Und zwar ist es letzte Woche, ist es in den USA ist es angekommen. Es wird gestartet, wahrscheinlich in April 2018 von SpaceX. Man kann sich hier dieses Bild anschauen und man denkt sich so, ich habe das doch schon mal irgendwo gesehen. Und ja, da habt ihr auch recht dabei. Es ist nämlich Grace Follow-On, das ist eine Kopie von Grace. Also das werden weiterentwickelte Komponenten sein und das Experiment weitermachen. Wir haben bisher jetzt nur den Mikrowellenbereich gesehen zwischen diesen Satelliten, aber jetzt kommt dazu noch ein Laserinterferometer. Das heißt, wir gehen jetzt auf eine Genauigkeit von Mikrometern zu Nanometer-Auflösung, hoffen wir. Aber das Haupt
Tool wird immer noch dieses Mikrowellen-Tool sein. So, ich hoffe, ich habe euch halt gezeigt, dass das Gravitationsfeld benutzt werden kann, um den Massentransport auf der Oberfläche der Erde zu gezeigt werden. Kombiniert mit anderen Methoden bringt das neue Einblicke und Verifikation von Prozessen, die wir kennen. Und wir haben gesehen, dass viele verschiedene Beobachtungen dasselbe Resultat gezeigt haben. Und dass der Zugang zu diesen Daten wirklich extrem einfach ist. Man kann sich die Methoden beschreiben, man kann sich die Daten runterladen. Die technische Dokumentation ist auch verfügbar. Und es gibt auch andere Applikationen, nicht nur Klimawandel. Zum Beispiel kann man sich Überflutungsvoraussagen machen. Oscillation, you can oder diese El Niño-Southern-Oscillation-Sachen. Lots of work to do. Also es gibt immer noch viel zu tun. So, das wäre das Ende meines Vortrags. Ich danke euch herzlich für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit. Thank you, Manuel, for the talk. And I think we have time for one or Zeit two, für eine oder zwei Fragen, zwei kurze Fragen. During the Q&A session, is there some questions? Gibt es Fragen? Okay, microphone 3, please. Von Mikrofon 3. Hello? Yeah. Okay. Hey, so my question is regarding acceleration. What's the influence of Earth atmosphere and other planetary bodies like the Moon? Bei meiner Frage geht es um Beschleunigung. Was ist der Unterschied zwischen der Beschleunigung der Erde oder bei anderen Planeten? Muss das irgendwie reinbezogen werden? Ja, der Einfluss durch den Mond und durch andere Himmelskörper wäre ein zusätzlicher Einfluss, den man in das Modell integrieren muss. Die Atmosphäre hat auch einen bremsenden Effekt auf die Satelliten, der von Beschleunigungssensoren an Bord gemessen wird und dadurch rausgerechnet werden kann. Ein Teil dieses Effektes verschwindet auch, da wir Daten von jeweils einem Monat nehmen und dann das Rauschen dann untergeht. Hierzu gibt es aber auch Daten vom Institut für Geodäsie in Graz. Die Masse der Atmosphäre muss natürlich auch bedacht werden. Ist es möglich, dass man Veränderungen messen kann in der Temperatur im Wasser? Oder kann man zum Beispiel sehen, dass El Niño aktiv war, indem man nur diese Gravitationsfelder misst? As a precursor to El Niño, as I understand it, certain regions of the oceans get warmer. Bevor einem El Niño-Phänomen, so wie ich es verstehe, werden einige Bereiche des Ozeans wärmer, was zu einer Dichteänderung führt. Das wird einmal durch Argo gemessen, ist aber auch in der Grace-Messung des Schwerefeldes zu sehen. Dazu gibt es wahrscheinlich auch Papers. Wie schwer der letzte El Niño ausfallen würde, wurde auch durch Grace vorausgesagt. Ich weiß jedoch nicht, wie korrekt diese Voraussage war.